Oi, 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 oi. Ah. Beim Sunset können wir ruhig öfter machen, die machen voll Laune. Stirb, Kartoffel. So. Ja, ich bin bisher zufrieden mit meiner Leistung. Ja, doch. Im Gegensatz zu dem, wie scheiße ich mich sonst anstelle, ist das doch eine recht positive Leistung. Ich liebe dieses, diese Zurücksprung-Dingens hier, weißt du Bescheid und so. Scheiße, mein Inventar ist voll. Fuck off. Dann handeln wir was rüber, damit du wenigstens seltene Items kriegen kannst, wenn die gleich droppen. Ich guck gerade, ob ich irgendwas entbehren kann. Ja, kann ich. So, Hast du deine Leiste noch nicht verlängert beim Inventarhändler? Doch. Ich gebe dir die Sachen alle mal, ich krieg die aber später zurück, ne? Das kann ich jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Warum hast du dein Inventar nicht einfach vergrößert? Mein Inventar ist bis auf einen Slot vergrößert. Warum hast du dann weniger als ich und ich habe nur 15 Silber ausgegeben, um es zu vergrößern? Ja, ich habe kein Geld ausgegeben, bei mir war das ein Quest. Du kannst das für 17 Silber das erste Mal, danach kostet das 3 Gold, danach kostet das noch mehr. Du kannst das immer gut weiter zu wissen. Direkt neben dem Bankfuzzi ist ein Inventarhändler oder irgendwie sowas heißt der, Inventarhandwerker. Ja, mach ich das gleich mal. Das kann ja hier echt nicht sein, dass ich hier so wenig Platz im Inventar habe. Ist ja voll scheiße, wenn ich nachher irgendwie so eine blaue Waffe kriege und kann die nicht nehmen, weil ich voll bin. Ja. Kannst du denen dann gleich mal sagen, dass wir eine Sekunde warten können, dass ich mein Inventar mal eben leer machen kann? Guck mir jetzt einfach nach, anstatt mitzukämpfen. Ja, wir warten garantiert nicht, deswegen. Schmeißt ein paar Bomben. Wofür die ganzen Heiltränke? Ja, die habe ich alle gesammelt irgendwie. Verkaufe ich alle. Ja. Beim Händler. Nein. Oh, nein. Was denn? Schmeiß doch jetzt einfach ein paar Bomben. Ich habe doch nur eine. Ja, dann schmeiß die schon mal. Oder gib mir den Müll, bevor du den wegschmeißt. Ja, wollte ich ja. Ja. Ist doch mal das Inventar offen, dass ich da mal gucke. Aha. Ich krieg die Sachen wieder, oder? Ja, komm her, gib her. Dann gib mir nur ein paar Sachen, die du auseinanderhalten kannst. Ja, beeil dich ein bisschen, weil ich muss heilen. Machen wir einfach so. Erstmal 6 Stück müssen ja erstmal reichen. Wenn es noch mehr wird, sag ich dir Bescheid. Boah, ist das scheiße. Das hätte ich ja auch vorher machen können, aber da war kein Händler in der Nähe. Ja, ein bisschen zu spät. Da war er schon tot. So, ich frag zwar nochmal, weil ich das gerade im Eifer des Gefechts einfach übermacht habe. Hier gehen die Sachen reihum. Kann man nicht sammeln, ich weiß nicht wieso. Ja, warum nicht? Ich weiß es nicht, kann man nicht aufsammeln. Seltsam. Die Sachen gehen reihum, ja. Ja, jeder gut. Jeder kann es looten, aber es bekommt immer jeder nur ein Item und dann kriegt der nächste. Ja, gut. Das wollte ich nur wissen, damit ich nicht hier alles einsammle und dann irgendwer denkt so, volle Egomane, lootet alles für sich. Ne? Ja. Wow, ich bin fast tot. Warum?
Ja, weil du einen so einen Axtschlag ins Gesicht gekriegt hast. Sekunde, ich muss aber vorne gerade unsere Nacke malen. Oh. Also die Nahkampftaktik hat sich doch nicht bewährt. Oh, die kleinen Fische gehen mir auf die Eier. Warum kann man das hier nicht looten? Nicht, dass der Server gleich wieder abschmiert. Komisch. Aber Schaden machen kann ich den Viechern noch. Ah! Sehr gut. Ja. Guck mal, wie die da vor die Wand laufen. Da fliegen richtig die Funken. Das ist doch wunderbar. Also so muss das sein. Ja. Eieiei, das geht aber ganz schön an die... zu mir. Ja, rechts zu dir. Ah, da kann man Quest annehmen. Ja, ich nicht. Bin nicht so scheiße. Untersucht das seltsame Gestein. Welches seltsame Gestein? Wo ist das? Beim Boss noch. Ach, da, ja, gut. Dachte jetzt, ich hätte Sachen übersehen. So totale Paranoia. Oh, ich bin bei 38. Hey, meine Ausdauer. Ah. Ja, hier hat jemand ein Feuer gestellt. Deswegen. Das ist sehr gut. Kann ich hier irgendwie... Habe ich hier... Ich öffne ein paar Talismane da rein. Boah, ich bin einfach von der Ausdauer. Ich bin einfach so am Arsch. Es geht gar nicht. Das letzte Mal, dass ich so niedrig war von der Ausdauer her, war, als ich gestorben bin. Das erste Mal hier in der Instanz. Kannst du dich noch dran erinnern? Wie schön ich war, als ich tot war. Naja. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuer. Echt jedes Mal, ne? La la la. Also ich find's hier voll gemütlich, ne? Also hier könnten wir echt ein stärkerer Effekt wirkt bereits. Okay. Was zum Geier? Ich kann mal hier gucken, ob hier irgendwas ist, was vielleicht besser ist vom. Aha. Aha. Gut, dass ich Sachen habe, die ich an mich binden kann und das noch nicht gesehen habe. Ist ja nicht so wichtig, ich meine. So, ich bin mal so ein bisschen am Umdressen, wenn ich hier noch ein bisschen Zeit habe. Aber der ist nicht besser, der ist nicht besser, der ist schlechter. Der auch. Oh, ich hab doch noch Bomben. Und wenn wir die gleich mal werfen, würde ich sagen, ne? Ja. Bomben springen gut. Was ist das hier eigentlich? Eine der geringeren Runen der Titanen mit der Energie von Aron und Shana geeignet zur Rüstung und Waffenherstellung. Okay. Also brauche ich das erst für später. Sicherer Ort, ja, das brauche ich auch nicht. Oh, 95, das tut so gut, ne? Das ist. Was sind die anderen? 120, 114, 120, 120. Also fehlt nur noch der Tank und ich. Also mehr ich als der Tank. Weil ich bin von allen wirklich noch mit am niedrigsten. Was bist du am gucken? Apple hat das Wort iPhone, das Recht an dem Wort iPhone verloren. Warum? Weil jetzt die zweite Firma, die das sich schon vor 7 Jahren, bevor Apple auf die Idee kam, ein iPhone rauszubringen, haben sich schon zwei Firmen das haben sichern lassen. Einmal Cisco und einmal Gradiente.
Cisco und Apple konnten sich einigen, also Cisco hat Geld bekommen. Gradient hat gesagt, leckt uns. Nein. Und jetzt müssen sie wohl irgendwie Produkte und Software umbenennen. Okay. Inwiefern uns das jetzt hier im nicht-brasilianischen Bereich trifft. Der Tank läuft vor, ne? Das wisst ja, ihr. Ja, wir können los. Ja, warte, ich brauche noch 2%. Ich bin voll. Jetzt geht's los. Ich bin voll erfrischt. Hopp, hopp. So, ich bin bombenlos. Gut, dass du nicht so viel Schaden kriegst, weil ich kann immer genau 3 Ziele auf einmal heilen. Und genau unsere 3 Nahkämpfer von kriegen Schaden. Kannst du mir nicht keine Missvieh hier mal vom Hals bomben? Ja. Danke. Du dumme kleine Mistucke, so. Also heißt auf gut Deutsch, halt die Schnauze und halt dich im Hintergrund. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, ja. Das ist aber gemein. Wenn du schaffst, jetzt keinen Schaden zu kriegen, dann kann ich immer genau die einzigen Leute, die Schaden kriegen, heilen. Immer, es geht halt genau auf deswegen. Ja, das war auch nur ein Scherz. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Eigentlich sollte der Damage-Dealer im Hintergrund, also die Caster, gar keinen Schaden kriegen. Ja, es geht nicht immer. Ja, im Idealfall. Sieht aus wie so ein Elefant mit. Ja, nein. Mit so ein paar. Naja. Extrem. Oh. Ich halte mich im Hintergrund. Diese Nahkampfsachen lasse ich jetzt einfach mal. Das ist nicht gut. Scheiße. Das ist viel zu weit weg. Was ist das für ein Symbol über mir? Guck einfach auf deine Füße. Wenn du einen roten Kreis um die Füße hast, hast du Hallo. Hallo momentan der Tank. Nein, das ist. Es gibt ja einmal dieses, dass der Rage hat. Ah! Ja. Das war knapp! Das ist so glatt an mir vorbeigelaufen. Ne, und ich hab grad so ein orangenes mit so einem müden Auge. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Au! Ich geh dazu. Guck mal, dass er nie in deine Richtung guckt. Weil er springt ja nämlich immer hin. Das war nicht gut. Jetzt zum Beispiel. Das hat ihn nicht getroffen. Verdammte Axt! Schon wieder. Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht weil du Ziel von der Spezialattacke warst. Du hast auch ein komisches, einen komischen Ring um deine Füße. Ja, ja. Ich hab's nur noch nie gesehen, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Yeah.